So, liebe Leute, der nächste Part, wir sind ja beim letzten Part ja bis nach York gefahren, es wäre noch ein bisschen weitergegangen mit einem Running Stop und ich glaube, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern mache dann gleich mit dem nächsten Szenario weiter und das ist entsprechend ein Rolling Start und zwar geht es jetzt von Derby to Birmingham und Derby werden wir gleich ankommen und dann geht es weiter nach Birmingham und wie bei den letzten Videos, ich werde nicht so viel quatschen, es ist mehr zum Genießen, aber wir haben schon wieder schlechtes Wetter. Ich weiß nicht, das ziehen wir irgendwie so mit uns mit. Naja, ich mache da jetzt mal Schluss und wir fahren mal bei Derby ein. Bis später. Also diese 13er Beschränkung habe ich jetzt aber nicht gesehen. Tut mir leid. Also irgendwo auf der Route sind auch Sachen von Doncaster Works verbaut. Also diese kaputten MK1-Wagen etc. Da müssen wir mal aufpassen, ob wir die irgendwo sehen. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sogar da hinten. Ich glaube, da bleiben wir erstmal stehen. Jetzt gerade mal auf der Karte geschaut, das links da sieht primär nach so einer Abstellgleise an, wobei eine Strecke da auch weitergeht Richtung Draycott. Also da, wo der Zug jetzt gerade da hinten fährt.
sonniges Wetter wird dann halt nochmal irgendwann schön. Ja, zeitlich ist es gerade Samstag, kurz vor 10. Bei mir ist sonnig, noch da nicht. Hol einen Kaffee und erstmal ein HST fahren. So muss ich denn doch. Sagen, Beeslip habe ich bei dem HST so gut wie nie. Also kommt schon mal vor. Aber echt gut Grip, auch wenn es das ist. Um 12.51 Uhr sollte man in Tamworth auf Plattform 4 sein. Das ist in 22 Meilen. Also Mensch, recht schnell da sein.
Okay, das ist glaube ich noch ein Streckenfehler. Das sind sie auch gewesen, die kaputten MK1.
Verteilungszentrum, wo die da alle reinfahren. Ein alter Ölwagen, okay, alles klar. Ah ne, da stehen auch noch ein paar Züge. Verteilerzentrum. Standhaltung hier? Okay. Vielleicht eine Verfrühung schon wieder. Ah, ja, ich fahre ganz gut in den HST.
ich glaube, jetzt könnte ich mich verbremst haben. Oder? Na, geht sich aus. Bisschen rough. Oh, doch noch eine Punktlandung gemacht. Das geht aber besser. Naja. Ah, wie Glitch. Ich glaube, es ist schon eine ältere Strecke. Mhm. Aber trotzdem ganz okay. Ah, scheint doch eine größere Stadt hier zu sein. Kommt ein Zug? Also. Komisch, es hört sich an, als wenn ein Zug hier fährt. Komisch. Echt komisch. So, Kaffeebäcker macht in der Kaffeemaschine. Ich höre doch schon wieder zu. Ich glaube, wir haben hier irgendwie einen Soundglitch. Ah, in dem Bahnhof.
diese ausrangierten MK1 rumgestanden da. Also derjenige, der das hier gebaut hat, hat bei den meisten Gebäuden echt viel Copy-Paste gemacht. Sumpf oder großer See, großer See und Abzweige woanders hin. Also Birmingham haben wir in 7 Meilen. Habt ihr noch mal einen Halt? Ne, das ist der letzte Halt. Und dann geht's wieder weiter im 5. Teil. Geben und ich glaube, dann sind wir auch schon da.
also doch noch einen größeren Gütebereich da. 2 Gasometer. Wirklich großer Güterumschlag hier. Ich bin jetzt so ein Fan von diesen Voyager hier. Vor allem auch optisch nicht. Ja, auch wieder eine Baustelle. Mega Industriegebiet da. Oh, hätte ich fast den ABS-Alarm übersehen. Ja, wie jetzt? Dürfen wir gar nicht direkt reinfahren. Regen hat schon wieder aufgehört. Jo, rotes Signal. Einmal bremsen. Ganz schön große Stadt. Ja, wir warten auf den Zug, der da gerade von rechts kommt.
Stone Frechheit. HST einfach stehen lassen. Ich dachte, wir sind hier ein Hochgeschwindigkeitszug. Man kann halt aber nach einem roten Signal stehen bleibt. Schade, dass da zwischendrin immer ein paar Assets fehlen bei den Oberleitungen und so. Aber ansonsten, nette kleine Strecke. Gibt natürlich noch ein bisschen mehr. Aber für unsere 500-Mile-Tour ist das jetzt mal der Abschnitt, den wir fahren wollten. Und im nächsten Abschnitt geht es dann gerade weiter. Kommt dann als eigenes Video hoch, gleich nach dem. Und ja, würde mich freuen, mit euch die 500 Meilen abzuschließen, die Tour. Eigentlich eine coole Sache. Und da wären wir da. War doch eine schöne Fahrt. Ganz schön versteckter Bahnhof. Und einfach mal so oben drüber baut. Naja. Also ein Schönheitspreis gewinnt da jetzt nicht der Bahnhof. Aber ja, hat mich gefreut. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal auf der 500-Mile-Tour.